Hallo, ich bin Tobias Markus, Hundephysiotherapeut und Ernährungsberater. Und in diesem Video geht es um das Thema Hund im Büro. In deiner Wunschvorstellung kannst du ganz konzentriert mit deinen Kollegen arbeiten und der Hund liegt entspannt auf seinem Platz. Du möchtest nicht, dass dein Hund dich und deine Kollegen bei der Arbeit stört und zum Beispiel aufsteht, wenn ein Besuch reinkommt. Und um das zu vermeiden, habe ich dir einen 5-Punkte-Plan erarbeitet, den ich dir jetzt zeige. Bevor es dann zur Arbeit geht, mach dir einen großen Spaziergang, damit der Hund einmal die Möglichkeit hat, sich so richtig auszutoben. Vielleicht baut ihr auch noch eine kleine Spieleinheit ein. Und ganz wichtig, gib dem Hund die Möglichkeit, sich einmal zu lösen, damit der Hund dann im Büro ruhig ist und ihr konzentriert arbeiten könnt. Im Büro herrscht Ruhe. Das heißt, der Hund bekommt einen Platz irgendwo in der Ecke, wo er nicht gestört wird, wo er am wenigsten angesprochen wird und wo am besten kein Durchgangsverkehr ist. Außerdem kriegt er von den Kollegen nur Leckerlis in Absprache. Wichtig ist auch, dass abgesprochen wird, dass im Büro nicht gespielt wird. Denn dann kann der Hund auch nicht irritiert werden und weiß, sobald wir im Büro sind, ist Ruhe angesagt. Sprich dich mit deinen Kollegen ab, denn wenn ihr alle an einem Strang zieht, wird euch der Alltag viel, viel leichter fallen. Wichtig ist, dass ihr abspricht, wann der Hund gefüttert wird, wann der Hund Aufmerksamkeit bekommt und wann der Hund gestreichelt wird. Und Spieleinheiten verlagert ihr einfach nach draußen. Punkt Nummer 4, und das ist der wichtigste Punkt, damit das auch ein ruhiger und stressfreier Alltag im Büro ist. Ich empfehle euch, bringt einen Zettel an die Tür an. Darauf steht: Hund im Büro. So weiß auch jeder Besucher, dass es mal ein bisschen länger dauern kann, bis die Tür aufgeht. In der Zeit, wo der Besuch reinkommt oder auch vor der Tür wartet, diese 5 Sekunden, dafür sorgst du oder dein Kollege dafür, dass der Hund auf seinen Platz geht. Wichtig ist, wenn der Hund dann doch aufsteht und den Besuch begrüßen möchte, dann geht er einfach ungefragt hin, nehmt ihn an einer Führleine, es kann auch ein Faden sein, und begleitet ihn wieder auf seinen Platz und da wird er wieder richtig bestätigt. Fang langsam an. Für den Anfang reicht das völlig, wenn der Hund gerade mal 2 Stunden im Büro ist. Der muss sich ja auch langsam an den Alltag im Büro gewöhnen. Und bei Erfolg kannst du das Ganze steigern. Dann machst du mal 4 Stunden, dann machst du mal 6 Stunden, bis er irgendwann einen ganzen Alltag im Büro ganz entspannt miterleben darf. Wichtig ist, dass du in deiner Mittagspause auch nochmal rausgehst und den Hund auslastest und dass er auch zwischendurch nochmal die Möglichkeit bekommt, sich zu lösen. In dem Sinne, viel Spaß beim Üben, hab Geduld und wir sehen uns im nächsten Video.